Also ich werde mich bemühen, euch weiterhin zu überraschen und ich denke mal, das wird mir auch gelingen. Ja. Und ihr solltet wissen, ich bin besser geworden im Datapack. Stuff machen und alles und Commands und so. Kann natürlich auch sein, dass es eine komplett Custom-Ressource wird, ne? Das wäre cool. Stimmt. Hat, kei Geht hat, ja ke hat eigentlich keiner damit. gesagt, dass man das Zeug macht, was wir sonst auch machen. Blizzard-Köpfe. Was? Komm mal her, Blizzard, lass mich mal testen. Nee, bitte nicht. Ja, mach mal. Schau mal, ob es XP gibt. Danach nur wenige XP. Boah, imagine, es wäre wirklich so Player-Heads oder so. Alter, das würde hier zu dem Schlachtfeld werden. Das hat Norek schon ausprobiert. Nee, Custom Items, ich glaube, das ist jetzt. Nee, damit wirst du austricksen. Dann Nö, gibt's würdest nicht. Ich du. weiß nicht, wie das gehen sollte mit Commands. Nö, gibt's nicht. Nee, ich glaube, das ist ein Trick, weil du dann auch hättest sagen können, du nimmst diese Unique Items und gibst sie in Custom Text. Erste ist ja schon raus. Keine Custom. Noch was Custom Aber das. aussehen. Ja. Ja, man kann schon einiges. Mann, das sind Fallen, die du setzt. Das riech ich. Ja. Also es gibt schon einen Grund, warum ich keine Facecam habe, wenn ich immer die ganze Zeit hier sitze und mir einen reingrinse, so weißt Wahrscheinlich schon. Ah, damit man nicht an einem Gesichtsausdruck ableiten kann, ob man gerade was Ja, sagt da und sitzen dann zuckt oder irgendwelche nicht. kranken Psychologen und die gucken dann die Gesichtsausdrücke und analysieren das, wie in so einem Gerichtsprozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp oder so. Und wenn, ja, das hat ihm bestimmt gelogen. Oder die programmieren so eine KI, die dich dann überwacht, während man dir Fragen stellt. In der Spiegelung vom Auge, ich sag's euch. Da holst du die Infos her. Ja, die Pupille hat sich kurz geweitet, das muss es sein. Oh, Denn da hat er teilweise reagiert. funktioniert das ja wirklich, ne? Ja, also so Könnte sein. Lügendetektor testen, sowas auch, die sind ultra unzuverlässig. Ja. Hast du schon mal einen gemacht? Nö. Aber die sind unter uns. Also erstens, wenn du Lügen einfach rausfinden würdest, wäre das Standard in Gerichten und sowas, aber das macht keinen Sinn. Wenn du komplett Korn bist und so, die gucken nur, ob du aufgeregt bist oder so. Ansonsten könnt ihr Wird da auch das nichts nicht in wissen. amerikanischen Gerichten? Das Ich ist glaube, immer nur das wurde für mal das immer gemacht, nur für aber Show, aber mittlerweile nicht mehr. das ist also Echt? das ist Hokus Pokus. Ja. Ich meine, früher hat man auch eine Hexe, eine Frau ertränkt und wenn sie ertrunken ist, war sie eine Hexe. Nee, wenn sie ertrunken ist, war sie keine Hexe, ne? Also Genau. ich meine. Dummerweise sind Oh, alle ey. ertrunken wahrscheinlich. Ja, waren alles doch keine Hexen, ne? Ja, also war super geil, dass man das 10.000 Mal probiert. Bisher hat man noch nicht eine einzige Hexe gefunden, anstatt das System zu bearbeiten, einfach weiter reintunken. Ja, aber Aber ich das haben glaube, wir das hier war auch. eher Dem kann doch nur nicht falsch so, liegen. So ich Systeme, die Ewigkeiten weiterlaufen, obwohl es nicht gut laufen. aber ich glaube, das war eher so ein Ding von, ja, man will jemanden loswerden zum eigenen Vorteil und Ja, so. yeah, ja. Keine Ahnung, willst du die Ex-Freundin loswerden? Na, Hexe! Was? Ey, safe lief das in 99% der Fälle so, dass man irgendjemanden loswerden will. So irgendwie, man mo mochte die Nachbarin nicht. Ich glaube, das ist eine Naja. Hexe, weißt du? Also So. ganz ursprünglich kam das, glaube ich, daher, dass Frauen nicht so häufig die Pest halt hatten oder Krankheiten und sowas, ne? Und woran lag das? Vor allem bei Pest? Weil sie sich öfter gewaschen Hygiene. haben. Nee. Was hat die Pest übertragen? Oh. Ratten. Und wo gab's, wo gibt's keine Ratten? Was soll's heißen? Spark. Ja. Was willst du uns jetzt sagen? Katzen? In der Küche. Und welche Personen haben Katzen gehalten? Nur Frauen? Was ist nur Frauen? Also tendenziell halt Frauen. So, und weil die wurden halt seltener krank davon und deswegen dachte man auch, dass das gegebenenfalls Hexen sind. Also Ratten, Boah. Nagetiere, whatever. Ja, Flöhe, also ist nicht der primäre Träger, aber man hat sich halt praktisch über Nagetiere angesteckt. Obviously Boah, die ich hätte das Flöhe. Mittelalter so gewonnen. Hexen hatten Jetzt. Katzen, deswegen gibt es ja auch Hexen mit Katzen, sozusagen. Deswegen gibt es auch eine Hexenhütte, wo eine Katze ist. Ah, Ah. lol. Warum haben Hexen immer Katzen? Ja, weil Katzen cool sind. Spark, worauf willst du hinaus? Geschichte euch beibringen? Warum haben Hexen Katzen? Das ist voll interessant, das wusste ich nicht. Ja, aber Aber, sogar in ja. Minecraft spawnen in der Hexenhütte Katzen. Warum haben Hexen Katzen? Oh, stimmt. Ja, weil das. Ja, ich dachte, das sei einfach so Und ein vor allem Ding. schwarze Katzen, ja. Die bösen.
Ja, die haben halt die Nagetiere ferngehalten, deswegen war nicht so häufig krank, also waren das Hexen. Verbrennt sie, sie können den Krankheiten widerstehen. Liegt nicht dran, dass wir alle dumm sind. Das heißt, es wäre eigentlich voll sinnvoll, in so Restaurants Katzen zu haben. Ja gut, ne, die sind vielleicht auch nicht das hygienischste Mittel. Wobei du aber, glaube ich, eher vor Schaben Angst haben musst, als vor Ratten oder so im Restaurant. Aber Katzen sind voll hygienisch. Die machen sich auch die ganze Zeit sauber. Ja, das genau, stimmt. Sie lecken ihr eigenes Was? Ja. Guck, ist Hygiene. Die reinigen sich, aber... Machst du das nicht so? Porentief? So, und dann kommen sie an und lecken dir die Hand ab, nachdem sie sich vorher selbst gewaschen haben. Ja, und dann waschen sie dich. Egal, was ihr sagt, kein Tier ist hygienisch. Doch, doch. Deswegen verstehe ich auch nicht, wenn Leute wenn die Hunde von, also die Haustiere ins Gesicht lecken dürfen oder sowas. Oder die Hände ablecken und dann wäscht die sich nicht oder so. Nur wenn man zurückleckt. Ich leck immer zurück, ja. Also das ist jetzt übertragungstechnisch nicht das Beste. Ja. Aber ich muss dem zustimmen. Also Gesicht ablecken finde ich auch echt ein bisschen eklig. Also no front an alle, die ihre Hunde sich ablecken lassen. Macht, was ihr wollt, aber ich persönlich finde es nicht so. Hunde, wenn die spazieren gehen, die schnüffeln überall und die lecken auch mal so ein bisschen an Kot von anderen Hunden. So, das muss halt nicht sein, ne? Ja. Das ist praktisch ein indirect Kiss mit einem Hunde, mit Hundescheiße. Aber... Wisst ihr, was noch schlimm ist? Die Japaner laufen schon rot an, wenn sie einen Indirect Kiss mit einem Menschen haben. Und ihr macht das mit einem Hundehaufen. Ich möchte nur kurz anmerken, dass Schildkröten noch 100-mal schlimmer sind. Warum? Schildkröten? Also meine Eltern, die haben einen Hund und die haben sehr viele Schildkröten. Wenn der Hund mal sein Bedürfnis hat, in den Garten zu machen, dann muss man schnell reagieren, weil die Schildkröten sonst dann knabbern. Und das ist... Ja, vielleicht mögen die das, hä? Lass sie doch. Die lieben es voll. Die gehen da voll drauf ab. Knabbern an... Wie war das nicht? Gibt es nicht auch Schildkröten, die mit ihrem Hintern atmen oder so? Ja, bestimmt gibt es das. Also ich weiß, wir fischen, aber auch Schildkröten, die atmen mit ihrem Hintern. Ja. Was machen die mit dem Mund? Blähungen. Du hast ich finde das geil. Verstanden. Fuchsel wird angeweirdet, wenn ich Geschichte erzähle und Blizzard, wenn ich Biologie erzähle. Angeweirdet, ich find's witzig. Hat es jemand gebackt, die Sorry? Ist es wirklich so? Also, ich bin mir sicher, eins von... Blizzard hat Trust. Also, es gibt Fischer oder Dings, ist safe. Also, Chat hat da bestimmt hier Schwarmintelligenz. Kann da mal ganz kurz gucken. Wie arm. Oder ich komme ganz durch, aber irgendein Tier war es. Wem sie ob Schildkröten, einige Fischarten oder irgendwie sowas in den Dreh? Das geht. Na, du alter Sesselfurzer. Entschuldigung, woher weißt du meinen Spitznamen von meiner Mama? Wirklich? Nein, ja, was ist, wenn die Erklärungen haben? Da hinten ist die Mopfarm, kann das sein? Atmen die das dann einfach direkt wieder ein? Wo? Richtig. Da unten ist da die Mopfarm. Schätze auch, mit Biogeschichte kann ich euch beide anekeln gleichzeitig. Lege dich nicht! Ich struggle doch mal. Guck mal, du kriegst den scheiß Geruch und nicht weg. Aber der hat ja da keine Nase, sondern vielleicht nur einen Mund und die riecht Schildkröte das gar nicht. Die Schildkröte in ihrer eigenen Kläranlage. Okay, pass auf. Die Mary River Schildkröte kann bis zu 3 Tage unter Wasser bleiben, indem sie durch ihre Kloake atmet. Okay, aber die ist unter Wasser dabei, das ist ja noch... Oh, RGB? Das ist ja ein eigener Filter. Ja, aber wenn ihr das unter Wasser kann ihr das über Wasser auch. Ja, es passt, habe ich gesehen, passt. Nicht schlimm. Oh, ich habe so eine schlechte Mobfarm hier gebaut, aber auszusehen. Nur weil die das kann, heißt ja nicht, dass die dann macht. Aber wie ist das? Steht die dann, also ist die dann so unter Wasser, aber ihr Poloch ist über Wasser sozusagen? Nein. Wissen wir nicht. Vielleicht ist die ein U-Boot. Ja, muss vielleicht ja. Saugt die einfach nur Wasser an und absorbiert dann den Sauerstoff. Du meinst, sie hat so Kiemen im. Na, keine Ahnung, wie das geht. Ich glaube, die brauchen nicht viel Sauerstoff. Das ist ja schon witzig, wenn das ansaugt, wieder rauspustet und dann wie so eine Rakete nach vorne schießt. Aber dann bräuchten die ja so eine Art Kiemen, die den Sauerstoff aus dem Wasser extrahieren können, in ihrem Darm. Ja.
Also die können gar nicht pupsen, das heißt bei denen aber ausatmen. Ah, okay, jemand hat hier aus Wikipedia was. Ah, krass, okay, also scheinbar kann deren Schleimhäute in Darm oder in der sogenannten Analblase den Sauerstoff aus dem Wasser extrahieren. Geil. Okay, das geil. Ist... Okay. Okay, stell dir vor, jetzt wäre man random reingekommen, so ein RGB sagt so Analblase. Ja und? Das ist ein ganz normales Organ einer Schildkröte. Stimmt. Wo ist das Problem? Glaubt ihr, man kann das für Fahrzeuge nutzen? Für was? Dieses Wissen, das die Schildkröte im Körper verbaut hat. Vielleicht Leute, ihr wollt nicht wissen, wie mittelalterliche betreiben. Kondome gemacht wurden. Wie denn? Oh, ja, doch, leider schon, weil es ist, ja. Schwimmblase von Fischen. Aber guck mal, die kann Sauerstoff filtern. Dann kannst du doch bestimmt auch das Wasser filtern. So, das ist doch... Also, ich glaube nicht, dass da irgendwas gefiltert wird. Jetzt, doch, die macht das Schildkröte. Nee, kann mir jemand ein bisschen erklären, wie so ein Ding funktioniert? Die extrahiert quasi über die Schleimhäute in dieser Analblase das, den Sauerstoff aus dem Wasser. Sag mal, jetzt ist RGB aber richtig interessiert. Ja, nein, ja. Macht es der Fessel auch? Jetzt, wo ich das Wissen vermittelt bekommen habe, muss ich es ja mit euch teilen. Boah, ich bin wollen ein bisschen ja hier verstört. Einen Mehrwert liefern. Der hat doch auch so einen Filter, oder? Aber super geil. Wir ziehen uns hier eine Tierdoku rein und Fuchsel ist verstört. Aber wenn sie ausgepeitscht wird, dann geht's auf einmal. Das ist ja was anderes. WTF. Oh, nee. Das ist echt heftig. Also, ja, Biologie. Ja, ich finde, also, da passt mal, der Name vom Projekt. Als ich noch Fernsehanschluss hatte, habe ich mir immer so National Geographic und History Channel und so reingezogen. Ja. Und das war schon auch cool. Das stimmt. Vor allem History Channel, so tagsüber alles so mit Geschichte und nachts, Aliens haben Pyramiden gebaut. Ja, damals, als Verschwörungstheorien noch im Fernsehen liefen. Ja, heute hast du die auf TikTok. Ja. Kennt ihr das noch? The Ancient Aliens hieß das? Die Serie? Nee, ich glaube nicht. Boah, das war so lustig. Das war so eine Serie, da haben Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, dafür muss man über 30 sein. Echt? Okay. Also es gibt so Verschwörungstheoretiker, die glauben, dass Aliens auf der Erde existiert haben, noch bevor Menschen existiert haben. Ja, die Pyramiden gebaut und so, ne? Die haben die Pyramiden gebaut und die Menschen erschaffen und so weiter. Und diese Verschwörungstheoretiker durften in dieser Serie die ganze Zeit so ihren Dünnpfiff losgeben und die haben das dann richtig mit 3D-Animation und alles animiert und das war alles so lustig, weil es also bescheuert ist. Oha, die Armen. Echt mal, die geben sich so viel Mühe dafür. Das läuft heute noch im TV, sag ich mal, in Chat, geil. Ja? Ja, das ist halt der Unterschied, ne? So Verschwörungstheorien, die todeslustig sind, die sind ja auch nicht schlimm. Also das Problem ist halt, immer da, wo Leute Geld mit verdienen, das wird auch verteilt. Und da gab es auch bei der ganzen Flat-Earth-Geschichte Leute, die halt so Sprecher, so Vorzeigepersonen sind, die da so groß in dem Business sind, ne? Die wissen auch selbst, siehst du manchmal selbst, dass sie ein Lachen verkneifen und sowas, die wissen auch selbst, dass das Quatsch ist, aber die machen es halt trotzdem, weil die halt damit Kohle verdienen, so. Ja. Und da frage ich halt immer, wie weit das geht, ne? Was das für unsere Zivilisation heißt, wenn du einfach nur für Klicks oder um Kohle zu verdienen, Falschinformationen verbreiten kannst, die einfach vielleicht einfach schädlich für die Gesellschaft an sich sind. Ja, aber trotzdem, ne, ich weiß halt nicht, warum das überhaupt geht. Also sowas wie Falschinformationen, finde ich, ist mit einer der größten Gefahren gleich nach Atomwaffen der Moderne oder sowas, weil ein Mensch. Weil die Leute alle dumm sind. Ja, also ein Mensch hat im Kopf das, was ihnen im Alltag umgeben wird, so, ne, deswegen funktioniert ja auch, wenn jemand was einredet, irgendwann glaubt das so, ey, du bist unsichtbar, ne, mach das mal 2 Jahre mit einem, irgendwann kauft es dir ab, so. Also du kannst jemanden alles einreden halt. Und auf einmal fängt er an, mit offenen Fenstern zu duschen, weißt du? Ja. Das ist schon heftig. Ist ja meistens so, dass diese ganzen, ich sage jetzt mal, Leader von den ganzen Verschwörungstheorien alle eigentlich wissen, dass es Unsinn ist, aber die nutzen halt die Gutgläubigkeit der Menschen aus, um damit Kohle zu machen. Aber die Frage ist halt richtig. Immer,
Es gibt ja nicht so viele Verschwörungstheorien, aber ich finde es gefährlich, wenn es halt so. Es gibt nicht so viele. Na, es gibt alles Mögliche. Geht das schon mal über Barcode-Verschwörung? Doch, was? Kennst du die Barcode-Verschwörung? Nee. Du kennst doch, wenn du im Supermarkt bist, diese Strichcodes hinten auf dem Essen, überall halt, die Kasse braucht. Barcodes kenn ich. Dass das gefährlich ist oder so. Die sind gefährlich, genau. Die können dich nämlich verstrahlen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, sich davor zu schützen. Du musst mit einem. Ganz kurz Mini-Break, ich lass euch zuhören. Richtig teuer ist, den einmal durchstreichen, sodass alle schwarzen Linien miteinander verbunden sind, weil dann sind die nicht mehr gefährlich. Ah. Aber es kann sein, dass dein Essen dann. Ach, der Stift kostet nur ein paar hundert Euro. Aber es besteht dann noch die Gefahr, dass dein Essen verstrahlt ist. Aber dafür gibt es dann so Brettchen mit so einem Muster drauf. Die kosten nur ein paar tausend Euro. Aber da, wenn du dein Essen einmal kurz draufstellst nach dem Einkauf, dann ist es ganz bestimmt nicht mehr verstrahlt. Dann hab's schon. Ja, was hast du halt sowas? Nein, aber ich finde sowas so lustig. Das ist eigentlich halt traurig, dass Leute das glauben, aber so lustig auch irgendwie. Ich find's halt nur krass, weil eine Verschwörungstheorie kann halt auch oftmals so nah an der Realität sein, damit es halt plötzlich so viel Diskussion gibt. Also zum Beispiel jetzt, wir haben es mitbekommen, was in Amerika passiert ist vor ein paar Tagen. So. Und da wird ja auch so viel spekuliert, dass das alles geplant war und oder dass da eine paar Drohne war, um das zu inszenieren und so ein Quatsch. Sowas mal. Ja gut, aber das ist ja dann. Oh, das ist halt jetzt keine. Theorie? Nee, das ist es nur ist schon theoretisch eine. Es ist eine, aber es ist halt eine. Ja, harmlos jetzt vielleicht auch nicht, aber eine schwächere. Und weil die halt so nah an der Realität dran liegen kann, ist es halt so schnell so gefährlich. Hm. Und das finde ich viel krasser, oder damals mit dem Flugzeugeinschlag und sowas. Also. Ja, okay, das ist wieder eine Verschwörung. Ich glaube, eine Verschwörungstheorie zeichnet sich eher dadurch aus, dass das für manche Leute so eine Art Ersatzreligion wird. Dass sie da so krass drinstecken irgendwann, dass sie gar nicht mehr raus können. Ne? Das ist kritisch. Da gab es ja mal so ein Experiment auf YouTube, da wollten Flacherdler beweisen, dass die Erde flach ist. Und dann haben sie so ein wissenschaftlich wirklich nachvollziehbares Experiment gemacht, wo sie gesagt haben, ja, wir werden jetzt gleich hier ein Licht sehen. Aber wenn die Erde rund ist, dann muss der auf der anderen Seite die Taschenlampe hochhalten. Und wir werden sehen, dass er das nicht muss. Wegen der Kurve. Genau, wegen der Erdkrümmung. Und dann haben sie es gemacht und dann war kein Licht. Und dann meinten die so, hä? Okay, irgendein Fehler. Halt mal die Taschenlampe hoch. Dann hat er hochgehalten, dann war da ein Licht. Und dann haben sie quasi bewiesen, interesting, dass die Erde eine Kugel ist, aber. Die widerlegen Experimenten, dass es halt eine Kugel ist. Und dann, aber nochmal, da steckt halt Geld dahinter und alles Mögliche, ne? Ja, die haben auch danach das nicht eingesehen. Also das aber war da gab es nicht auch mal einen Flat Earth Dude, der sich mit einer Rakete in die Luft hat schießen lassen? Also Crowdfunding, hatte mal Gelder gesammelt, in die Luft hat schießen lassen, ist abgestürzt, war tot. Ja. Was? Ja. Das war sogar aber der hat tatsächlich das nur gefaked, dass er ein Flacherdler ist, weil er von denen Geld bekommen hat. Und er wollte sich eigentlich nur sein Raketenhobby finanzieren. Ja. Super, und dann ist er gestorben. Ja. Ja, der ist wirklich heftig. Vor allem, das war nicht sein erster Versuch, das waren, glaube ich, schon 3, 4 oder so gewesen. Ja, das war ja so sein Hobby, so Raketen selber bauen und ihm ist irgendwann das Geld ausgegangen und dann hat er sich gedacht, ha, ich erzähle den Flacherdlern, dass ich damit die flache Erde beweise, ihr müsst mir nur eine Menge Geld geben und dann haben sie ihm eine Menge Geld gegeben. Krass. Ja, ist schon heftig. Ja, was tun Leute für Geld tun, ist wirklich. Also ich würde mal sowas Allgemeines einfach jetzt hier reinhauen, ne? Generell, guckt immer drauf, was Leute für Interessen haben, wenn sie euch was verklickern und ich glaube auch nicht an irgendwelche großen Verschwörungstheorien, weil ihr glaubt auch nicht, dass es eine wirklich übergeordnete Verschwörungstheorie gibt, dass im Geheimen etwas passiert und jeder Beteiligte hält die Klappe. Ja, das funktioniert gar nicht. Das funktioniert nicht, weißt du, da gibt es einen Hausmeister, der irgendwas ausplappert oder sonst was, das kriegst du nicht. Jeder kleine Müll kommt irgendwann raus. Ja. Und dann gibt es eine riesige globale Verschwörung, die niemand rausfindet. Außer der Typ, der 3 Minuten gegoogelt hat. Der hat die echte Wahrheit gefunden. Naja. Also die Welt ist zwar immer kompliziert, aber manchmal auch nicht so kompliziert. Vor allem bei großen Dingen, wo viele Zahnräder aneinander greifen müssen, um irgendwas perfekt zu orchestrieren,
Ja, also dann ist das schon eine andere Geschichte. Wenn du innerhalb eines Landes lebst und so und begrenzte Informationsmöglichkeiten hast, vielleicht noch was anderes, aber wenn du halt Zugriff auf die globalen Weltnachrichten hast aus vielen Ländern, weißt du, die sind sich doch nicht alle einig. Warum sollen die denn bei einer übergeordneten Verschwörung auf einmal alle an einem Strang ziehen? Das macht doch gar keinen Sinn. Da müsste es ja irgendeine Großmacht im Hintergrund geben, die auf der Welt einfach alles kontrolliert in jedem Land. Ja, ja, darum geht's ja auch. Ja, was ist, also das kann er vergessen. Ja, das ist. Ja, ich weiß auch nicht genau, wo das. Ich glaube, das sind einfach Leute, denen die Welt zu kompliziert geworden ist, die nicht, die es nicht verstehen, die nicht mehr mitkommen und dann versuchen, mit so einem Unsinn sich das irgendwie. Komplizierte Fragen mit möglichst einfachen Antworten irgendwie auszufüllen. Genau. So dämlich das auch ist. Also ob sich die Menschheit so einig ist, dass überhaupt sowas funktionieren kann. Ja. Naja, weißt du das nicht, dass Europa, die USA, China und Russland und Nordkorea sich alle einig sind und ja, gemeinsam Sache machen, ne? Das ist. Ich glaube, das ist ein Drama gerade passiert beim Boss. Space was slain by Tian, Tian was slain by Silberfisch. Wie ist das passiert? Das finde ich gerade spannender, ehrlich gesagt. Hey! So, das ist jetzt hier. Fuchsler hat was gegen unsere Verschwörung. Ja, das kommt erst, wenn du Boomer bist, dass du dich für so alles Mögliche in der Welt interessierst. Ab wann ist man denn dann Boomer? Jetzt, wo du sagst. Mit 21. Wenn du auf die 30 zugehst, dann interessierst du dich für so weltliche Themen, aber. Ja, also in 9 Jahren. Je älter man wird, desto mehr interessiert man sich für Politik und so ein Shit. Ja, ja. Nee, jetzt nicht übertreiben. Blöser, bei dir dauert es auch nicht mehr lang. Du hast die 96 stehen. Ja. Ja, schon. Aber so deep in Politik bin ich auch nicht drin. Ja, noch nicht. Aber klar, so typisches, was gerade in Amerika abgeht, man hört. Also du merkst, dass du langsam alt wirst, wenn du dir eine einstündige Doku anschaust über richtiges Lüften und Heizen. Ich habe noch nie geheizt bei mir in der Wohnung. Was? Nee. Ja, ich okay, glaube, das ist aber auch schlecht für die Wohnung. Das die, also wie ihr Rechner heizt wahrscheinlich die Wohnung. Ja, eben. Das also wenn es schimmelt, dann weißt du, woran es liegt. Nee, das tut's doch nicht. Es ist bei mir aber tatsächlich ähnlich. Also ich habe meine Heizkostenabrechnung letzte Woche bekommen. Und ich muss nur 87 Euro nachbezahlen, weil ich meinen Heizverbrauch um 35% zum Vorjahr reduziert habe. Ich glaube, meine Rechner haben gute Arbeit geleistet. Ja. Ja, also ich merke auch schon bei mir so dieses Alter, dass ich auch mich über Sachen informiere, wo ich früher nie gemacht hätte. Also zum Beispiel, wie man Pflanzen gießt und sowas. Und dass ich darüber Videos schaue, da fühle ich mich manchmal auch schon ein bisschen. Fuchtel hört gerade einfach so rein, die Abgründe der Gesellschaft.